Hallo zusammen, heute möchte ich euch mal die neue Heißluftfritteuse von der Firma Onyx Cookware vorstellen. Das ist eine Doppelheißluftfritteuse mit so ein paar Features bzw. ein paar Specials, das will ich euch gleich mal zeigen. Und was so in dem Karton war, das gucken wir uns auch noch an und was sie so kann auch. Also, los geht's! So, ich habe jetzt hier die Hähnchen mariniert und alles schön eingerieben und die sollen jetzt hier in beide Schubladen rein und jetzt will ich euch mal zeigen, wie das geht. Also man macht es hier an und dann muss man beide auswählen. Man kann nämlich auch einzeln die Fritteusen benutzen, also nur eine Charge. Dann geht man hier auf Menü, also hier oben kann man das aussuchen, ne? Steak, Hähnchen, Fisch oder Schalentiere, Pizza, Pommes, Kuchen, Gemüse. Hier ist das Menü, wo man auswählt. Ich wähle jetzt das Hähnchen. 200 Grad, 30 Minuten. Ja, hier ist es 200 Grad, 30 Minuten. Das muss man dann hier quasi auch noch einstellen, dass beides dasselbe ist. So, jetzt habe ich das auf beiden Seiten. Tada! Das kommt jetzt hier rein und dann drücke ich auf Start. Jetzt sind die beiden hier drin. Einmal zumachen. Und dann auf Start. So, das war jetzt 30 Minuten hier drin. Hat gepiept. Haben wir aufgemacht und sieht super knusprig aus. In beiden Boxen gleich. Die Haut ist total knusprig. Das schneiden wir jetzt mal an. Dann schauen wir mal, ob es gut geworden ist. Ja, dann möchte ich euch mal ein bisschen was zu dem Gebrauch erklären. Also was ich total cool finde, ist, wenn man die einschaltet, dass man zwei Funktionen auswählen kann, also auch zwei Seiten, meine ich. Man kann einmal die eine Seite anmachen und einstellen, was man haben will und dann noch die zweite Seite. Ich habe da ein ganzes Hähnchen drin gemacht und es war richtig cool, weil A ist die Schublade an sich, also die Fritteuseneinsatz, extrem groß, sodass da auch auf jeden Fall ein ganzes Hähnchen reinpasst. Wie ihr seht, sind auch ein paar kleine Pommesstücke drin, also das funktioniert auch. Auch ein ganzer Beutel Pommes passt dort rein. Ich finde das gerade gut bei einer Familie mit mehr als zwei Personen oder drei Personen, weil da halt unheimlich viel reingeht. Wie gesagt, sind beide Seiten gleich verbaut. Man kann sie einzeln steuern. Das ist halt auch ganz cool. Wenn ich nur eine Seite benutzen möchte, dann benutze ich auch nur die eine Seite und die andere Seite bleibt kalt. Das habe ich euch auch gezeigt. Also ich habe auch einmal die Hand reingetan, um zu testen, ob es nicht wirklich doch heiß wird. Nein, das bleibt so. Dann kann man hier oben auswählen, was man machen möchte, also in dem Programm. Und ich finde auch, dass hier oben das Display extrem schön verarbeitet ist, sodass ich das hier immer weiter drücken kann und dann aussuchen kann, wie viel Temperatur und dann wie viel Minuten. Und das muss man dann aber natürlich auf der anderen Seite auch noch machen. So ist aber auch gewährleistet, dass wenn ich zum Beispiel hier Pommes mache und hier ein Gemüse, dass ich nicht alles auf 200 Grad habe, sondern dass ich dann hier eine andere Temperatur aussuchen kann als hier. Also das ist schon so ein Special. Was ich auch total cool fand, weil oft ist ja so, dann will man doch mal gucken, wie es denn jetzt aussieht. Und wenn man das Programm aufmacht, dann geht die ganze Hitze raus, ist dann auch blöd. Hier befindet sich aber so ein kleines Fenster drin, hinter dem Griff. So kann ich immer sehen, was da drin passiert. Also ob vielleicht tatsächlich irgendwas ankohlt oder ob es noch ein bisschen braucht oder wie auch immer. Also das fand ich richtig cool, dass ich halt da reingucken konnte. Und ja klar, die Kinder fanden es auch cool, weil sie dann sehen konnten, wie am Backofen, was da so passiert. Ja, also ich muss sagen, die Handhabung ist total einfach und total easy. Wie gesagt, hier in dem Menü einfach auswählen, was man gerne machen möchte. Und dann kann diese Heißluftfritteuse tatsächlich all das, was alle anderen auch können. Die ist relativ leicht. Da habe ich erst gedacht, ob das alles so super verbaut ist. Aber es ist wirklich sehr robust. Ich finde das Design ganz schick. Und dadurch, dass sie sich hier so ein bisschen abflacht, ist sie auch nicht ganz so monströs, wenn man sie irgendwo hinstellen möchte. Also es passt noch in einen Schrank. Oder halt auf einen Schrank, das funktioniert auch gut, dass man sie in der Küche verstauen kann. Wie bei allen anderen, hinten aufpassen, weil hier ja die heiße Luft rauskommt, dass man es nicht zu nah irgendwo dran stellt, dass da irgendwas kaputt gehen könnte oder auch oben. Aber hierbei ist es so, dass die hier oben gar nicht so ultra heiß wird. Manche haben ja das, dass die oben drauf auch so warm werden. Das hat die jetzt nicht, das fand ich auch ganz toll. Ja, und dann ist das wirklich ein ganz tolles Gerät, was sich super für die Küche eignet und was gerne bei uns auch einziehen darf, haben schon alle gesagt. So ihr Lieben, heute muss es mal schnell gehen, deswegen habe ich hier so kleine Hähnchenschnitzel und ich wollte einfach ausprobieren, ob ich das auch hier in unserem Airfryer machen kann.
Dafür nehme ich mal nur einen Korb, weil ich ja nur erstmal zwei machen will, nicht, dass das irgendwie nichts wird und dann habe ich das eingestellt und dann sind die alle verbrannt oder wie auch immer, das wäre blöd. Also hier auswählen, ich würde mal sagen, ja, das, aber keine 30 Minuten, sondern nur 7, einfach zum Austesten. Hier habe ich schon das Gitter reingemacht, dann würde ich nämlich jetzt hier mal zwei reinlegen, die sind nämlich nicht so dick, deswegen will ich die nicht so lange drin lassen. Dann zumachen und ich habe dann übrigens auch rausgefunden, also das hier ist der Startknopf. Einfach wieder auf Power und dann geht tatsächlich nur diese hier und diese hier nicht. Allerdings ist es so, wenn man das jetzt öffnet, geht auch wirklich nur die. Also das ist richtig cool. Wie man sieht, hier kann man immer beobachten, was da drinnen passiert. Hier steht wiederum, was wer an ist, wie viel Zeit und mit wie viel Grad. Und hier bin ich völlig autark, also hier passiert gar nichts, ist nichts an. So, jetzt hat es gepiept, jetzt schauen wir mal. Ja, die sehen doch super aus. Ja, heiß ist es auch. Sieht gut aus, wie Chicken Nuggets, perfekt. Ja, dann kommen wir mal zu meinem kleinen Fazit. Also ich finde preislich mit 200 Euro hat man hier echt nichts verkehrt gemacht. Das ist richtig cool verarbeitet, das ist alles gut verbaut. Ich finde es unheimlich toll mit diesen zwei Schubladen, gerade für eine etwas größere Familie, so wie bei uns, dass man da unheimlich viel reinbekommt. Ich finde es total cool, dass man das Seiten unterschiedlich steuern kann, sodass ich an der einen Seite was anderes machen kann als auf der anderen Seite, dass es auch wirklich nicht heiß wird innen. Dann finde ich es gut, dass es außen nicht so extrem heiß wird, sodass man sich die Finger verbrennt. Ja, dass man es überall verstauen kann, das habe ich ja schon erwähnt. Also das ist auch ganz cool. Ich finde das Design ganz schick und ich finde, ja, für die 200 Euro, wo es preislich im Moment so liegt, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis auch völlig in Ordnung. Der einzige Nachteil, tatsächlich habe ich einen gefunden, ist, dass das Kabel relativ kurz ist hier. Da muss man sich halt wirklich immer was überlegen. Das musste ich mit einem Verlängerungskabel machen. Das ist wirklich ganz ganz, ganz kurz. Wenn man aber natürlich eine Küche hat, wo man extrem viele Steckdosen hat, ist das auch kein Problem. Nur bei mir passt es da nicht mehr hin. Aber das ist auch wirklich das Einzige, was ich gefunden habe, was mich irgendwie gestört hat. Man kann das super cool reinigen. Das ist total leicht. Man kann hier die ganzen Bleche rausnehmen. Was ich auch gut finde, was ich ausprobiert habe, ist, dass ich einfach das Blech nur zur Hälfte reingemacht habe, sodass ich quasi unten noch ein bisschen Luft hatte. Das hat auch gut funktioniert. Ja, ich kann da wieder das Backpapier reinmachen, so wie ich es bei allen anderen auch machen kann. Beim Reinigen, wie gesagt, einfach rausnehmen, ein bisschen Spüli rein, nochmal anmachen mit Wasser. So 2-3 Minuten heiß werden lassen, ausspülen, fertig. Also das ist total easy und funktioniert super. Und wie gesagt, wenn man hier reingucken kann, kann man immer sehen, was drin passiert. Und das finde ich ja richtig cool. Also wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Und ich denke, wir werden uns auf jeden Fall auch eine von diesen Doppel-Heißluftfritteusen zulegen. Ja, ihr kennt das ja schon. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch oder auch ein Abo da. Das würde uns freuen, damit ihr hier nichts verpasst auf dem Kanal. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Und bis dahin, tschüss!